Herzlich willkommen zu einem weiteren Symptomvideo. Ich habe die Bitte erhalten, etwas zum Thema Übergewicht zu sagen und dann tue ich das gerne, weil es viele Menschen betrifft und weil damit immenses Leiden verbunden ist. Gleich vorweg, das, was du hier hörst, kann sein, dass das Dinge in dir aktiviert, massive Bewegungen in Gang setzt. Das sind Dinge, die nicht in Frauenzeitschriften stehen und nicht in irgendwelchen Ernährungs- und Schlank- und Fit-Ratgebern zu finden sind. Das, worüber ich spreche, adressiert den Kern in dir ganz tief drin, die Ursache. Und wenn du merkst, dass dich das hier überfordert, dann mach das Video bitte aus und schau einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Die Zeitschriften, die Medien, das ganze System, in dem wir hier leben, hat kein Interesse, dass du dein Problem löst. Es bietet uns keine Lösungen an, sondern immer nur Ausbalancierungsvorgänge, die temporäre Erleichterung bieten, dich aber abhängig machen. Das ist einfach wichtig zu verstehen, das habe ich in anderen Videos auch immer wieder betont. Das System, die Matrix, die Medien, die Machthaber und so weiter, das kollektive Ego, könnte man auch sagen, adressiert nicht die Lösung oder die eigentliche Ursache, sondern immer nur Kompensationsvorgänge. Deswegen wirst du das, was ich hier sage, nicht in diesen Massenmedien, in den Blättern, die man so kaufen kann, finden. Gut, das als Vorwarnung, dann fangen wir an. Zum Ersten. Wichtig zu verstehen ist, dass die Situation heute, und ich nehme jetzt an, du bist jemand, der übergewichtig ist, vielleicht stark übergewichtig und darunter sehr leidet, dass diese Situation heute in Wirklichkeit gar keine Ursache für Leiden ist und den Kontakt und die Erfüllung in Wirklichkeit nicht behindert. Denn das Leiden, das entsteht nicht durch das Übergewicht, sondern durch die Erfahrung von Trennung, durch das Nicht-Leben-Können von tatsächlicher Nähe und Beziehung, das erschafft das Leiden. Das ist das Leiden, nicht der Körperzustand. Natürlich ist das unangenehm und muss unter Umständen auch medizinisch betreut werden. Ja, das ist unangenehm, aber das eigentliche Leiden hat mit dem Körperzustand von Übergewicht nichts zu tun, nichts, sondern nur mit der ununterbrochenen Erfahrung von Getrenntsein, die aus der Kindheit eben im System noch feststeckt. Und weil man nichts anderes kennt, ist die Not entsprechend groß. Das Kriterium, ob man für das andere Geschlecht anziehend ist, hat nichts mit dem Körper zu tun. Die Anziehungskraft hat nicht mit der Erscheinungsform des Körpers zu tun. Und das ist etwas, was du vielleicht denkst, dass der Körperzustand von Übergewicht zum Beispiel verhindert, dass du einen Partner findest oder eine glückliche Partnerschaft haben könntest. Oder dass du nicht anziehend bist für das andere Geschlecht. Das stimmt nicht. Ja? Das ist wichtig. Die Anziehung zwischen zwei Menschen, ja, das hat immer nur was mit dem Energiesystem zu tun, nicht mit dem physischen Körper. Und natürlich gibt es Zusammenhänge zwischen dem Energiesystem und der Ausprägung, wie denn der Körper aussieht. Aber die Ursache für die Anziehung ist nicht, wie der Körper beschaffen ist. Überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht. Es kann sein, dass jemand, der übergewichtig ist, aber das Energiesystem sozusagen freigelegt hat und die Energie dadurch fließt, dass dieser Mensch für einen anderen Mensch hochgradig attraktiv ist, auch sexuell. Also das möchte ich einfach vorweg schicken. Die sexuelle Anziehungskraft und die emotionale Anziehungskraft hat nichts mit der Körperausprägung zu tun. Nichts. Ja? Wichtig. Wichtig zu wissen. Wenn du unter Übergewicht leidest, dann gibt es aus meiner Sicht da zwei Konfigurationen. Das sind natürlich immer nur alles Pauschalaussagen, die ich hier in diesen Videos machen kann. Fangen wir mit der einfacheren an. Das wäre jemand, der viel Essen nutzt,
um bestimmte Sachen einfach in sich auszubalancieren. Also wenn man isst, ja, wird ja der ventrale Vagus aktiviert, dann fühlen wir uns wohl, dann entsteht ein Gefühl von Geborgenheit. Wen das näher interessiert, kann in der Polyvagaltheorie nachschauen. Und wenn man sich sozusagen zum vermehrten Essen zwingt, dann kann man den Organismus in ein Wohlgefühl zwingen, ja, das er eigentlich nicht hat. Weil wenn ich die Beziehungsebene nicht gelöst habe, habe ich Stress im System und das kann ich dann eben durch solche Maßnahmen dämpfen, aber eben nur zeitweilig. Ich kann es dadurch nicht lösen. Ja, also entsteht wie so eine Art Abhängigkeit und dann automatisiert sich das und dann ja, bekomme ich halt Übergewicht. Was ich damit sagen will, ist, wenn das genutzt wird, sozusagen als oberflächlicher Kompensationsmechanismus, dann, also wenn kein tiefes Trauma darunter liegt, dann geht es einfach nur darum, das, was in der Beziehungsebene nicht gelöst ist, eben das in die Kommunikation zu bringen und einen anderen Mechanismus zu etablieren, um sozusagen sich zu balancen, um sich wohlzufühlen. Das sind also Veränderungen, die eher an der Oberfläche stattfinden und die mit eher wenig Therapiesitzungen machbar sind. Ja, also da geht es in zwei Schritte, zu gucken, was ist in der Beziehung nicht gelöst, was kann nicht kommuniziert werden. Und dann einen neuen Mechanismus lernen, um eben ein Wohlgefühl zu erzeugen, wenn Stress im System ist. So, das ist eher einfach aufzulösen. Und die zweite Geschichte, das ist das, mit dem ich dieses Video hier sozusagen verbinde, also das, was ich die Menschen, die ich hiermit erreichen möchte, das ist etwas, was Menschen betrifft, die sehr frühe Traumatisierung erfahren haben. Im Wesentlichen Bindungsverlust oder Grenzüberschreitung und die diese tiefe Not im Nervensystem, die in den frühen Lebensjahren angelegt wurde, durch übertriebenes Essen und Übergewicht eben kompensieren müssen. Und auch hier ist es wichtig zu wissen, das ist die beste Notlösung, die es gab für deine Situation. Also wenn du übergewichtig bist und darunter leidest, das ist eine Art Heldenleistung. Ja, das ist eine Heldenleistung des Organismus, mit der du überlebt hast und psychisch stabil bleiben konntest. Die beste Notlösung. Dieser Organismus erschafft immer die beste Notlösung. Diese Dinger sind hochintelligent. Ja, und das war damals so notwendig, um dich stabil zu halten. Und jetzt erzeugt es eben Leiden. Und jetzt geht es darum, das aufzulösen. Wenn du an der Peripherie am Symptom ansetzt, wird es wenig bis keinen Erfolg haben. Also du könntest zum Beispiel auf die Idee kommen, dass dieses Übergewicht ein Problem ist, dass das Problem ist und alles verhindert. Hatte ich schon gesagt, am Anfang ist nicht der Fall. Wenn du auf diese Idee aber kommst, dann, wie meistens bei den Symptomen, wirst du also anfangen, das Symptom zu bekämpfen. Zum Beispiel durch Fasten, Ernährungsumstellung, Sport, Fitness. Ja? Das sind die Wirtschaftsbereiche, die von dieser Illusion leben, dass es um dieses Symptom geht. Man hilft dir, das Symptom zu bekämpfen und verdient damit viel Geld. Zeitschriften, Ratgeber, Ernährungscoaches, alles und so weiter. Ich sage ja nicht, dass das schlecht ist. Nur in deinem Fall, wenn du davon betroffen bist, nützt es dir nichts, sondern führt dich in die Irre, weil erstens wird es nicht das Problem nicht lösen, weil die Ursache nicht gelöst ist. Und zweitens gaukelt es dir implizit vor, dass das Problem ist und dass damit was falsch ist und dass die Ursache der Problem ist. Und das stimmt alles nicht. Stimmt alles nicht. Ich mache dir einen anderen Vorschlag. Lass dir sagen, dass das, was wir Übergewicht nennen, der Versuch des Körpers ist, mit dem Stress, den du im Kontakt mit Menschen und vor allem sich vertiefenden Beziehungen erlebst, fertig zu werden. Das ist die eigentliche Ursache. Ja, wenn es keine organischen, medizinischen Ursachen hat, natürlich. Muss ich auch immer dazu sagen. Also man muss das natürlich ärztlich abklären lassen. Aber für die meisten Menschen, ja, um die es hier geht, ist das so. Der Organismus hat hochgradigen Stress in sich aufgrund dieser
Bindungstraumatisierung in frühen Lebensjahren. Und das versucht er ununterbrochen durch vermehrtes Essen auszubalancieren. Und das funktioniert ja auch. Wie gesagt, das ist eine hochintelligente Notlösung. Ich esse sehr viel und damit aktiviere ich den ventralen Vagus und bringe den Körper künstlich aus dem Überlebensmodus raus. Und dann erlebe ich eine Erleichterung. Aber wie gesagt, es löst das Problem nicht. Also nochmal, die Ursache ist, dass der Körper versucht, mit dem Vorgang des übertriebenen Essens mit dem Stress fertig zu werden, den du im Kontakt mit Menschen und in sich vertiefenden Beziehungen, also wenn mehr Nähe und Abhängigkeit entsteht, fertig zu werden. Das ist der wichtigste Satz, ja. Und das betrifft quasi alle Symptome. Es ist immer wieder dasselbe. Der Fokus muss vom Symptom auf die Beziehungsebene gelenkt werden. Und wenn Menschen an Übergewicht leiden, kann man da durchaus einige pauschale Aussagen treffen. Und jetzt ist die Frage, ob du dir das anhören möchtest, ob du dich dem aussetzen möchtest, ob du da mal hinschauen möchtest. Kannst du dir überlegen, ja. Meine Wahrnehmung ist, dass es um drei Aspekte geht. Das erste ist, dass du möglicherweise nicht die Wahrheit sagst, dass du anderen Menschen sehr viel vorspielst und nicht die Wahrheit sagst, was in dir wirklich los ist. Das ist etwas, was mir bei diesen Menschen einfach aufgefallen ist. Es wird eine sehr aufwendige Kulisse erzeugt. Und von dem, was wirklich da los ist, auch von den eigentlich wirklichen Gedanken, erfährt man nichts. Also das Thema Wahrheit im Kontakt. Das wäre also ein Punkt, dass du vielleicht anfängst, vorsichtig weniger den Menschen vorzumachen. Und wenn ich es ganz drastisch ausdrücken würde, hör auf, die Menschen anzulügen, was dich angeht. Sag ihnen die Wahrheit. Hör mit der Show auf. Das Zweite ist, dass da eine Not ist, und zwar zweigleisig. Der eine Aspekt ist ein immenses Verlangen nach Kontakt und Verbindung und genährt werden und Geborgenheit. Und mit genährt werden meine ich jetzt auf der Beziehungsebene, nicht mit Lebensmitteln. Ein immenses Bedürfnis nach genährt werden, nach Geborgenheit, nach Zuwendung. Ja, das ist oft zu sehen, dass solche Menschen sehr aussaugend auch energetisch auf die Umgebung wirken. Ja, das ist der ununterbrochene Versuch durchziehen, saugen, aufnehmen und verdichten, diese Not zu lindern. Das geht natürlich so nicht. Ja. Aber das ist das, was sozusagen das Ausagieren darstellt. Mehr haben, mehr verdichten, mehr saugen. Und das, wie gesagt, hat mit dieser Not zu tun. Diese Not, diese Verbindung herstellen zu wollen, die früher abgerissen ist. Das betrifft Menschen, nicht Menschen, wo fast gar nichts war, die eher in Depression und Abschaltung gehen, sondern Menschen mit Übergewicht haben wie so kurz das gehabt und dann ist es abgerissen. Ja, wie jemand, der am Verhungern ist und hat mal kurz Nahrung bekommen und rennt jetzt dem ständig hinterher. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und der Weg auch hier wäre, wie immer, von dem Ausagieren, also von dem Saugen haben wollen, Mangelideen, ja, auffüllen, das ist Ausagieren, ins Mitteilen zu kommen. Ja. Und die erste Schicht, die oberste Schicht, da anzusetzen, ist zu sagen, jetzt springt schon wieder dieser Impuls an, mich voll zu essen, dir die Aufmerksamkeit wegzunehmen, mich mit aufzufüllen mit Konsum, mit Medien, mit Inhalten, mit sonst was. Ja, das wäre der erste Schritt. Und dann sich nach und nach davor zu arbeiten und irgendwann sich zu trauen, zu sagen, wenn das zugänglich ist, ich habe eine wahnsinnige Not in mir und ich sehne mich so sehr nach einem Gegenüber, nach Kontakt, nach Zuwendung, nach Geborgenheit.
Zweiter Aspekt. Dritter Aspekt, auch ganz wesentlich bei Menschen mit dieser Problematik, unterdrückte Wut und Aggression. Weil dieser Bindungsverlust führt natürlich zu dieser Not, die ich beschrieben habe, aber eben auch zu einem riesigen Druck, was festgehaltene Aggression und Wut angeht. Und diese Wut kann natürlich nicht ausgedrückt werden als Kind, weil ich ja von dem Objekt, was mich verlässt oder verlassen hat, abhängig bin. Also hängt die im System fest. Also du sitzt, kannst davon ausgehen, wenn du zu dieser Kategorie von Menschen gehörst, dass du auf einem Kochtopf sitzt von Wut und Hass, der dir nicht bewusst ist. Und natürlich, das muss auch irgendwie in Schach gehalten werden. Das kostet auch Energie. Ja. Also das vermehrte Essen und die sozusagen das nicht mehr Spüren des Körpers dient diesen Bindungsnot zu betäuben und aber auch die Aggression in Schach zu halten. Und Aggression auf was? Auf wen? Wut und Hass auf das Objekt, was dich verlassen hat. Und das ist ja alles, das wird ja ständig sozusagen abgefackelt. Also das Bindungstrauma wird in jedem Moment im Beziehungskontext neu erschaffen. Das hat nichts mit dem zu tun, was du erlebt hast, sondern das findet alles in dem Kontakt, wie du ihn jetzt herstellst und in deiner Physiologie statt, in jeder Sekunde. Ja. Es gibt keine kausale Verbindung zur Vergangenheit. Es wird alles in jedem Moment neu erschaffen. Also ging es darum zu gucken, wo ist die Wut in mir? Wo kannst du dir erlauben, die ein bisschen zuzulassen? Vielleicht nur in Form von kleinen Gedanken, die mal auftauchen. Also das wäre der eigentliche Ansatz. Ja? Die Lösung ist nicht, das Übergewicht loszuwerden. Das wäre Symptombearbeitung, führt nirgendwo hin, führt nur zu mehr Leiden, Unabhängigkeit. Sondern konzentriere dich auf die Ursache. Und wie gesagt, du kannst es machen, weil das Symptom in Wirklichkeit nicht das Problem ist. Das Symptom heute, das Übergewicht, hindert dich nicht an einem glücklichen Leben mit tollen Beziehungen. Das ist nicht die Ursache, sondern die Ursache ist, dass du nicht vollständig in Kontakt treten kannst. Und das, was das verhindert, ist, wie gesagt, dass du den Menschen nicht die Wahrheit sagst, dass du die Not, die in dir ist, ausagierst, statt sie zu kommunizieren, ausagieren also durch vermehrtes Essen, statt den Menschen zu sagen, was für eine verzweifelte Not du bist. Und das Dritte, die unterdrückte Aggression. Ja, dass du auch das nicht mitteilst, dass du nicht sagst, dass du wütend bist, ja, dass zum Beispiel der Partner sich nicht genug kümmert, angeblich, ja, dass du Wut und Aggression im Bindungskontext mitteilst, nicht ausagierst, sondern sagst, ich fühle gerade große Wut. Ja. Und diese drei Aspekte, wenn du dich darauf konzentrierst, statt auf die Ernährungsratgeber, dann gibt es eine Chance, das aufzulösen, und zwar grundlegend. Warum? Weil wenn du durch das, was ich gesagt habe, mehr in Kontakt kommst, dann löst sich der Stress im System auf nach und nach und dann fällt der Druck weg, das auszuagieren und zu kompensieren mit auf der Symptomebene, mit Nahrungsaufnahme, mit übertriebener Nahrungsaufnahme. Dann spürst du den Körper mehr und dann merkst du vielleicht, oh, fühlt sich nicht gut an, jetzt noch mehr zu essen. Und je mehr das passiert, desto mehr kommst du mit dem Körper wirklich in Kontakt, was der wirklich will. Und kann es sein, dass du feststellst plötzlich, ich habe eigentlich in Wirklichkeit Lust, mich so richtig zu bewegen. Und dann kann es sein, ja, dass du von dir aus plötzlich Lust bekommst auf Sport und Bewegung, statt dir das aufzuzwingen, solange du das gar nicht willst. Also, das ist mein Vorschlag und ja, in der Regel ist das schwierig, das alleine alles zu bewältigen. Ich würde mir eine bindungsorientierte Therapie aussuchen, wie zum Beispiel Narben, und diese Dinge dort bearbeiten. Und dann hast du eine Chance, dass sich das auflöst. Und vielleicht erkennst du vorher schon, dass dich das Symptom Übergewicht gar nicht am glücklichen Leben hindert. Und ich kenne persönlich Menschen, bei denen das so ist, die haben ein abgefahrenes, glückliches Leben mit Übergewicht. Ja? Aber das Energiesystem ist eben entsprechend anders. Und es kann dann, ich gehe davon aus, dass der Körper dann auch irgendwann folgen wird. Ja? Aber das ist nicht der Punkt. Ob der dann folgt oder nicht, spielt keine Rolle. Sondern es geht um das Energiesystem, ja? Weil das hat damit zu tun, wie wir in Kontakt treten, wie wir uns fühlen und was eben kommuniziert wird und was kompensiert wird.